So, hallo. Ich möchte gerne meine rohe Bloody Mary vorstellen. Und zwar habe ich dafür einfach 3 Tomaten mit etwas Wasser in den Mixer getan, Kurkuma, gemahlenen Kümmel und Koriander dazu gemacht, Pfeffer, ein ganz bisschen Salz, ein Stück Ingwer und das Ganze gemixt. Und ein bisschen Zitronensaft dazu getan, dann war es auch schon fertig. Zeig mal von oben. Dadurch, dass es eben gerade gemixt wurde, schäumt es noch ein bisschen. Habe es ein bisschen dekoriert, hier mit einem Stück Gurke und ein wenig frischem Basilikum. Das ist jetzt die alkoholfreie Variante. Und ja, mit Wodka drin wäre es dann natürlich die alkoholische, klassische Bloody Mary Variante. Aber abgesehen von dem Wodka, in Rohkostqualität. Ich schreibe das Rezept einfach drunter. Da jetzt dann noch ein extra Video draus zu drehen, wäre, glaube ich, ein wenig übertrieben. Probiert es gerne aus. Über Rückmeldung freue ich mich. Und wenn ihr mögt, abonniert mich doch gerne. Und Prost!